es ein geheimer Militärbunker, mit dem man Zeit reisen kann? Mann, nein! Es ist eine alte Kiste. Eine alte Kiste? Mia, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist keine normale Kiste. Da stecken ein ganzer Haufen Sachen drin. Wenn du das nicht selber siehst, wirst du mir sowieso nicht glauben. Kim, es wird dein Leben verändern. Natürlich wird es das. Oh, und falls doch eine Gucci-Tasche von Selena Gomez drin ist, können wir sogar reich werden. Mann, mir ist es ernst. Aber du hast recht, vergiss es, geh nach Hause und schreib dein doofes Referat. Du bist einfach sowas von eindimensional und provinziell. Was? Was bin ich? Ein plammender Schwachkopf. Es ist nicht ganz ungefährlich. Warte kurz. Es ist meine Mom, also Finger weg von der Kiste. Hi, Mom. Ja, weiß nicht. Vielleicht liegt im Keller. Okay, dann bis später. Alter, ich hab doch gesagt, du sollst die Kiste nicht aufmachen. Das passiert doch gar nicht. Unsere Eltern haben sie umgebracht. Einfach über Nacht sind allein auf uns gestellt. Von denen hat uns keiner gefragt. Wir sind nun Kindsoldat. Das Lachen ist Menschen. Unser tägliches Spiel heißt Menschen ermorden. Heute und auch morgen. Niemand holt uns hier raus. Wo sind nur all die Kinder? Was ist denn nur geschehen? Wissen nichts von ihren Rechten. So kann's nicht weitergehen. Sie sind doch an der Macht. Warum schauen Sie nur zu? Diese Welt ist einfach. Aber was willst du denn erreichen? Ich kapiere das alles nicht. Oh, ist das Baby süß. Denkst du, ich darf sie mal halten? Ich frage mich, wer kümmert sich, wann ist der Hunger endlich besiegt? Viele Kinder müssen leiden, es ist sowas nicht vermeiden. Chronische Hungersnot, nach der Kranker kommt der Tod. Fernsehsendung, Radio berichten uns von anderswo. Essen in den Abfalleimer, das verstört doch wirklich keinen. Pro Jahr wegschmeißt, könnte man eine halbe Million Menschen ein ganzes Jahr lang ernähren. Und jetzt rechne das erstmal hoch. Österreich ist ein winziger Staat, wie das erst in den USA aussieht. Echt ein Wahnsinn. Ja, ich kann auch gar nicht glauben, dass alle 15 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Mia, was kommt denn jetzt? Was ist das für eine King Kong-Hand? Sie symbolisiert Gewalt. Bleib lieber auf der Seite. Moment mal, du machst jetzt mit. Komm, trau dich. Nein, ich glaube nicht, dass ich das... Oh Mann, du könntest es wenigstens versuchen. Aber... Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt. Es geht vielen schlecht und das ist Unrecht. Gemobbt und missbraucht, geschlagen, verkauft, vernachlässigt. Wir müssen einfach hinsehen. Viele Erwachsene wissen nicht, dass sie ein Kind zerstören, wenn sie ausrasten und nur noch schreien und nicht mehr zu hören, wie gut sie überkommt, betrunken oder nicht. Ich bin Muslime. Mädchen sind zickig.
Me gustan caballos. Wir sind alle anders, aber doch sind wir gleich. Jungs sind doof. Ich habe Angst vor Spinnen. Dancing is my life. Ich hasse Tomaten. In vielen Ländern und leider auch hier stehen Kinderrechte auf einem anderen Papier. Jungs und Mädchen sind nicht gleich behandelt, werden wegen Religion verfolgt und misshandelt. Das Recht auf Gleichbehandlung steht allen Kindern zu. Dass das weltweit nicht erfüllt wird, das weißt doch du. Also hebt eure Stimme und habt den Mut und denkt nicht immer, alles wird gut. Alles wird gut? Mach uns alle gleich, ob arm oder reich, gleich behandelt, ohne zu verhandeln, egal welche Religion. Gar nicht gefällt. Uns in Europa scheint alles zu viel. Ständig nur pauken erst Notenrock. Besonders Mädchen haben die Hoffnung verloren, ihr Wunsch nach Schule trifft auf taube Ohren, werden zwangsverheiratet, sind Mutter statt Kind. Ein erfolgreiches Leben ist für sie nicht bestimmt. Das Recht auf Bildung. Die Entwicklungspolitik muss dafür sorgen. Das Recht auf Bildung. Zu wenig Lehrer und Schulen. Das Recht auf Bildung für alle Kinder der Welt. Das Recht auf Bildung. Die Zukunft beginnt heute, nicht erst morgen. Täglich schwer arbeiten. Warum müssen sie ihr Leben ganz allein bestreiten? Gehen andere zur Schule, schuften sie ohne Lohn. Die Gesundheit ist gefährdet, ja, wen kümmert das schon? Mia, was sollen wir nur tun? Nach all dem, was wir hier gehört und erfahren haben, was machen wir damit? Wir sind doch bloß Kinder, zumindest bis 18. Ja, schon. Aber unsere Sichtweisen sind nun anders, nicht? Ja, meine Meinung hat sich auch über vieles geändert. Aber was machen wir damit? Das alles hier, das glaubt mir doch keiner. Ich denke sehr wohl, wenn du, ich und Nelly unser Wissen weitergeben, uns einsetzen und unseren Arsch hochkriegen, dass wir sehr wohl was erreichen können. Es ist nie zu spät, zeigt eure Identität. Jeder soll sie zeigen und nicht darunter leiden. Regierungen weltweit sind Heimat-Egoisten. Sie sollen mal selber ihren Stall ausmisten. Wie viele Menschen müssen noch krepieren, bis Staatsoberhäupter endlich reagieren? Regierungsmächte, seid ihr noch fit? Stoppt endlich die Einfuhr vom Biosprit. Mit Grundnahrungsmitteln ist nicht zu spekulieren. Wir dürfen keine Zeit verplempern und verlieren. Warum schießt ihr euch immer selbst ins Knie? Kinder sind Teil dieser Demokratie. Meinungsfreiheit gibt's. Ja, sie ist echt. Bildung und Wissen sind unsere Waffen. Steht auf, warum sitzt ihr immer noch so da? Ich möchte sein, so wie ich bin. Nichts anderes kommt mir in den Sinn. Für meine Ideen und Gedanken setzt mir keine Schranken. Hab ein Recht auf meine Meinung, nur meine Meinung. Oh. So wenige wissen darüber Bescheid. Ja, und mit all diesen Gedanken in meinem Kopf soll ich jetzt nach Hause und diese voll bescheuerte Rede schreiben. Wie heißt das Thema? Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Und? Bist du's? Blöde Frage. Natürlich bin ich mit meinem Leben zufrieden. Aber ob das ausreicht? Ich habe das Gefühl, die Zukunft könnte ziemlich beschissen werden, wenn ich nicht selbst etwas dazu beitrage. Hi. Ja, wer hört uns schon zu? Wie sollen wir die Regierung oder die Politik erreichen, die Gesetzesschärfe zu kontrollieren? Wir sind doch nur Kinder.
Meint ihr, wenn ich zum Bürgermeister oder zum Landeshauptmann gehe, dass er mir einfach so die Tür öffnet, wenn ich hereinlade? Ja klar, denk schon, muss dir vielleicht einen Termin geben lassen. Aber viele Erwachsene haben vergessen, dass sie selbst auch mal Kinder waren. Das klingt bescheuert, aber ist wahr. Sie sprechen darüber, aber tun leider nichts. Versuchen zu helfen, keiner schafft es. Viele verletzen die Rechte, keiner stoppt sie. Wir müssen was tun, so darf es nicht sein. Für alle Kinder bedroht und allein. Schreib das hinein. So soll es sein. Wir haben die Chance, aus unserem Leben etwas zu machen. Können nach Wegen suchen, wie sich diese kranke Welt ein Stückchen besser machen lässt. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass es einen unglaublichen Unterschied macht, wo man geboren wird. Auch ich könnte ein Kind in den Slums von Somalia sein, dass ich mit 5 Geschwistern ein Zimmer teilen und hungrig zu Bett gehen muss. Auch ich könnte ein Ureinwohnerkind im Amazonas sein, das sein Zuhause verloren hat, weil Regenwälder Konzerne abholzen lassen. Auch ich könnte ein Straßenkind in den Slums von Somalia sein, das zur Prostitution gezwungen wird, nur um meine Familie finanziell zu unterstützen. Wir sollten erstmal dankbar sein, dass wir hier leben dürfen. Es ist an der Zeit, unsere Stimme zu erheben, für Kinder, die nicht unsere Möglichkeiten haben.